Die Geschichte des anderen Ritters von Annie Sonnenberg. Du Held, verurteile niemals. Sieh erst mit den Augen des anderen, höre mit seinen Ohren, fühle, rieche und schmecke, wie er es tut. Und du erkennst, er ist wie du. Philipps Mutter sah aus dem Fenster und versuchte, unterhalb ihres Hauses oder am Hang des gegenüberliegenden Hügels ihren Sohn zu erspähen. Aber der Hochweg lag versteckt zwischen Wäldchen, Baumreihen und fast mannshohem Getreide, abhängig von der Größe des in Frage stehenden Mannes natürlich. Dennoch, bei jedem Aufblitzen einer kleinen Veränderung der Anschauung erwartete Philipps Mutter, ihren 16-jährigen Sohn zu erblicken, dessen Statur ihn die übrigen Teenager seines Dorfes überragen ließ. Dummerweise, oder eher anstrengenderweise, ragte Philipp auch sonst über die hiesigen Gewohnheiten hinaus. Und ausgerechnet das hatte Tante Elvira ihr, seiner Mutter, vorhin aufs Brot geschmiert, und jetzt war sie deswegen besorgt. Philipps Mutter seufzte. Ihr Sohn war unterwegs in die Bibliothek, die im sogenannten Herrenhaus untergebracht war, einem riesigen freistehenden Gebäude mit unzähligen Räumen und noch zahlreicheren Fenstern, das dennoch gedrungen wirkte und in seiner Massivität aus kilometerweiter Entfernung hervorragend sichtbar war. Bemerkenswert war an diesem Objekt vor allem, dass es nicht nur aus diesem einen Block bestand. An gefühlt sämtlichen Seiten, Winkeln, Nischen und durch Erker bedingten Anschlussstellen mit Ausnahme der Vorderfront grenzte es an kleinere Bauten, mit denen es durch Türen, Tunnels oder überdachte Fachwerkgänge verbunden war. Niemand wusste so recht, wann man begonnen hatte, diesen Komplex zu errichten. In Tante Elviras Tante-Emma-Laden munkelte man jedenfalls, der Entstehungszeitraum reiche bis ins Mittelalter zurück. Philipps Mutter gefiel dieser Gedanke, obwohl sie annahm, dass die ältesten Teile inzwischen überbaut worden waren und höchstens noch als Fundamente existierten. Sie liebte das Gefühl, in der Geschichte verwurzelt zu sein, um die Gegenwart gestalten zu können. Was ihr weniger gefiel, war das unheimliche Gefühl, das sie beschlich, wenn sie daran dachte, dass Philipp sich bald wieder in diesem unübersichtlichen Labyrinth aus Steinen, Büchern, Bildern und verwinkelten Möbelstücken befinden würde. Schräg, dachte sie, und musste kurz auflachen, weil dieses Adjektiv sowohl eine Reihe von Regalen in der Bibliothek als auch ihre Gemütslage sowie ihre Einschätzung der Gesamtsituation beschrieb. Was ihr aber überhaupt gar nicht gefiel, war die Tatsache, dass sie sich wünschte, selbst die Spätsommerhitze verlassen und die Kühle des Gemäuers genießen zu können. Ihr Gemüt ließ sie den Duft der Steine förmlich riechen, diese Mischung aus unangenehmer Schärfe und erdiger Ruhe. Das wollte sie genießen. Mit einem guten Buch in der Hand, selbstverständlich, und es gab exzellente Werke in diesen Mauern, denn der Bibliothekar verstand sein Handwerk. Das war nicht zu leugnen, egal wie sehr Philipps Mutter versuchte, ihre Sympathie für die Welt der Bibliothek mit ihrer Unruhe wegen der merkwürdigen Gerüchte zu übertünchen. Der Bibliothekar wusste, was bewahrenswert war. Er arbeitete zusätzlich als Antiquar, und Teile des Herrenhauses waren zu einem Museum umgebaut worden. »Es ist eine Welt für sich«, pflegte Tante Elvira zu bemerken. Diese heute so vielseitige Nutzung gefiel Philipps Mutter sehr. Im Gegensatz zu dem Gedanken, dass niemand sich erinnern konnte, ob der Komplex früher ein Adelssitz oder ein Forsthaus gewesen war. Selbst Tante Elvira hatte keine konsistente Theorie und vermied es deshalb, über diese Frage zu elaborieren. Ihre Nichte allerdings, Philipps Mutter, fragte sich oft, ob es das Heim eines Fürsten oder die Karte eines Waldhüters gewesen war. Vielleicht sogar beides zu unterschiedlichen Zeiten, dachte sie, wie schon so oft, fragte sich aber zugleich, wieso gab es keinerlei Nachweis dafür? Und wieso, sie schlug mit der Faust auf den Tisch, beschäftigte sie diese Banalität gerade jetzt so sehr und hielt sie dadurch davon ab, sich der Sorge um ihren Sohn zu widmen? Philipps Gedanken, davon war seine Mutter überzeugt, bewegten sich in Welten, die von banalen Fragen nach Sicherheit oder auch nur von simplem Misstrauen meilenweit entfernt waren. Sie pflegte sogar zu sagen, ihr Sohn lebe in einer anderen Welt. Diese leicht übertriebene Ausdrucksweise hielt ihr zumindest Tante Elvira und ihre Kaffeekränzchenfreundinnen vom Hals. Und das war gut, auch wenn die Einzelnen vielleicht ganz nett sein mochten. Im Rudel entwickelten sie einen gesprächsdynamischen Drive, der Philipp und den Bibliothekar regelmäßig wie Aliens aus einem mittelmäßigen Sci-Fi-Movie dastehen ließen. Philipp war der einzige Jugendliche im Dorf, der regelmäßig die Bibliothek betrat.
Die anderen luden sich E-Books herunter oder lasen kürzere Texte im Internet. Oder sie lasen überhaupt nicht. Philipp hingegen liebte es zu lesen, egal was. Hauptsache, es war gut erzählt oder bot ihm neues Wissen und Nahrung für seine Gedanken. Man konnte ihn einfach nicht davon abhalten. Deshalb hatte Philipps Mutter das Gefühl, als einzige Mutter der Umgebung über dieses Thema nachdenken zu müssen, und zwar leider mit Tante Elviras abfälligem Gerede darüber im Kopf. Tante Elvira hielt Philipp für übergeschnappt. Und das Fremdwort Eskapismus war in ihren Wortschatz geschlüpft, um ihn schlichteren Gemütern gegenüber zu schmücken. Alle anderen Mütter hielten Philipp nun auch für merkwürdig. Philipps Mutter seufzte. Allerdings war es nicht immer so, dass man als Eltern vor Entscheidungen stand, die zumindest scheinbar und vielleicht auch nur in diesem Moment nur das eigene Kind betrafen? Und war es nicht immer so, dass man dann eigentlich nur hoffen konnte, richtig gehandelt zu haben? Philipps Mutter seufzte erneut und ärgerte sich, dass sie sich nicht an diesen permanenten Schwebezustand gewöhnen konnte. Als der Ärger verpuffte, hoffte sie, das Richtige getan zu haben, als sie Philipp mit 8 Jahren zum ersten Mal erlaubt hatte, mit seinem neuen Bibliotheksausweis ins Herrenhaus zu gehen. Aber egal wie, jetzt war es ohnehin zu spät. In der Pubertät war jedes Verbot, jedes bisschen moralischer Druck ein existenzielles Ereignis, das zwar in seltenen Fällen tatsächlich die gewünschte Wirkung erzielte, zumeist allerdings mit Todstellen, Kampf oder Flucht beantwortet wurde, und Philipps Mutter wollte nicht, dass ihr Sohn vor ihr floh. Andererseits hatte sie Tante Elviras Vermutungen nie ganz entkräften können, denn obwohl es sie störte, dass diese Vermutungen bei Kaffeekränzchen gern zu Unterstellungen wurden, war eines merkwürdig. Die Freundin des Bibliothekars hatte man nie wieder gesehen, seit sie aus dem Dorf verschwunden war. Angeblich hatten ihre Eltern sie auf eine Privatschule geschickt, aber sie war nie wieder öffentlich in Erscheinung getreten. Philipps Mutter konnte sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Bibliothekar etwas damit zu tun gehabt hatte, und jedes Mal, wenn Elvira oder ihre Freundinnen hinter vorgehaltener Hand raunten, das sei kein Wunder, denn er habe schließlich ein Anwesen für kindliche Gemüter gekauft und habe mit Sicherheit eine Vorliebe für Kinder, wurde sie den Verdacht nicht los, dass ein Fünkchen Wahrheit darin stecken mochte, und deshalb musste sie vorsichtig sein. Sehr vorsichtig. Sie musste ihren Sohn beschützen, egal wie selbstständig der zu sein wünschte. Andrew, der Bibliothekar, hielt den großen ledergebundenen Band vorsichtig mit beiden Händen, als sei er ein Kind. Ein Lächeln huschte über sein Gesicht, als er das Buch auf dem eigens dafür hergerichteten Eichenholztisch deponierte, die seidene Unterlage dekorativ drapierte und die Handschuhe abstreifte. Ihm war gerade quasi die Quadratur des Kreises gelungen, und das machte ihn glücklich. Es war immer wieder ein Hochgefühl, seltene Bücher antiquarisch zu erstehen. Manchmal, wie in diesem Fall, handelte es sich um Faksimiles, aber das bedeutete für Andrew keinen großen Unterschied. Mitunter, und das waren Sternstunden, wurde seinem Institut die Ehre zuteil, Originalkodizes als Leihgaben auszustellen. Andrew seufzte vor Zufriedenheit. Der Treffpunkt des Geistes, den er geschaffen hatte, war vielleicht klein, aber vor allem war er fein. Die Wissenschaft erkannte seine Bemühungen an und gab ihm die Möglichkeit, kostbares Wissen der Vergangenheit auf verschiedenste Weise in die Gegenwart zu transportieren. Oh ja, Andrew liebte seinen Beruf. Oder war es sogar, wenn auch vielleicht nur auf Zeit, seine Berufung? Mitunter belebte ein Lächeln seinen sonst oft schwermütigen Blick, wenn er sah, dass in der Literatur wie im Film oder Fernsehen Bibliothekare Hochkonjunktur hatten. Abenteuer reihte sich an Abenteuer, und Andrew fand diese Geschichten durchaus unterhaltsam. Aber einen gewaltigen Unterschied zu dem, was er darunter verstand, gab es dann doch. Und dieser Unterschied war es, der ihn zum Schmunzeln brachte. Die Geschichten dieser Bibliothekare waren ausgedacht, und seine war es nicht. Er hatte tatsächlich erlebt, wovon er erzählen konnte, auch wenn er sich bislang wohlweislich darüber ausgeschwiegen hatte. Es reichte, einmal damit auf der Nase zu landen. Nichtsdestotrotz hatte Andrew sich entschieden. Heute würde er Philipps Drängen, ihm endlich wirklich alles zu berichten, nachgeben. Es war nur noch ein wenig Zeit zu überbrücken. Andrew nahm seine irische Knieharfe und setzte sich auf einen der einfachen, aber stabilen Holzstühle aus dem Inventar des Herrenhauses.
Sie standen wie immer in dem Gang, der von der Eingangshalle abzweigte und zu seinen Privatgemächern führte. Hier fühlte er sich wohl. Und hier wollte er auf Philipp warten und auf seine Nichte Molly, die ihn wie an jedem Wochenende für eine halbe Stunde besuchen würde, während ihre Eltern in den Magazinen stöberten, um sich neuen Lesestoff für die häusliche Lektüre auszuleihen. Molly war 8 Jahre alt und liebte die Bibliothek, die sie als Onkel Andrews Burg bezeichnete. Es zauberte Andrews stets ein Lächeln aufs Gesicht, wenn er Molly so leidenschaftlich von seinem Haus reden hörte. Er hatte es sofort gewusst. Dieses Gebäude war ideal fürs kindliche Gemüt. Er hatte es gekauft. Für sich selbst, für seine Erinnerungen, für Molly, für Philipp, für jedes Kind und für jeden, der ein Kind geblieben war. Sein ganzes Erbe war hineingeflossen, einschließlich der Zinsen seines Sparkontos, aber das war es wert. Daran konnten auch die haltlosen Gerüchte um vermeintliche sexuell unnatürliche Vorlieben nichts ändern. Andrew nahm zärtlich seine Harfe auf die Knie. Das dunkle Holz glänzte, die Intarsien auf dem Sockel dufteten nach Lindenholz, und als er in die Saiten griff, schenkten die Metallseile ihm Töne, wie er sie sich schöner nicht hätte erträumen können. Er wusste, wenn Philipp die Eingangshalle betrat, würde der seine Gitarre aus dem Kasten nehmen und ebenfalls spielen, und es wäre ein Gespräch jenseits der Worte, das beiden Heimat bedeutete. Manchmal war es auch andersherum. Dann war Andrew nicht der Erste, der spielte, sondern er stimmte in Philipps sanfte Klänge ein, dass es war wie ein Gruß, den der Hausherr auf dessen Vorstellung hin einem willkommenen Gast entrichtete. Andrew sah Philipp gern an, wenn der sich noch unbeobachtet wähnte. Er trug häufig dieselbe Kleidung, die aber niemals stank oder vor Dreck starrte. Andrew fragte sich manchmal, ob Philipp von den meisten seiner Kleidungsstücke mehrere Exemplare besaß. In seinen alten Wildlederschuhen, der Hochwasserhose, den irgendwie unpassenden weißen Socken und dem feminin anmutenden, langen, geblümten Hemd müsste der junge Mann hilflos wirken, das war Andrew bewusst. Aber das Gegenteil war der Fall. Philipp gab Andrew Festigkeit, Mut und Kraft. Er stand da, die langen, lockigen Haare zu einer Art Dutt hochgesteckt und lächelte von innen heraus, mit geschlossenen Augen, bevor er in die Saiten seiner Gitarre griff und ihr die Welt entlockte. Sein sanftes Drücken und Zupfen entlang der Saiten, sein sachtes Klopfen auf den Korpus des Instrumentes waren Ausdruck einer Gemütslage, die Andrew lange nicht mehr in ihrer Fülle verspürt hatte und deren Widerhall anzuschauen ihn wieder ein wenig näher zu sich selber brachte. Absoluter Friede mit sich selbst und der Welt. Friede. Das war Andrews größte Leitidee. Er wünschte sich nichts sehnlicher, als wieder dorthin zu gelangen, wo er glücklich gewesen war, wo er andere glücklich gesehen hatte. Und Philipps Spiel hielt die Hoffnung aufrecht, dass es ihm eines Tages gelingen würde, zurückzukehren. Philipps Spiel war zeitlos, und es ähnelte trotz unterschiedlicher Melodien dem, was er, Andrew, in der Spielmannskunst des Barden vernommen hatte, den er einst gekannt hatte, vor vielen, vielen, wirklich vielen Jahren. Bis es soweit war, dass er heimkehren konnte, das hatte Andrew als seine Aufgabe erkannt, würde er für die Kinder dieser Welt Geschichtenerzähler sein. Er würde die Geschichten erzählen, die manche zum Glück noch immer an ihre Kinder weitergaben, die aber zunehmend weniger erzählt wurden. Er würde die Geschichten erzählen, die sich in den Büchern seiner Bibliothek verbargen und die manche Kinder und Erwachsenenkinder noch immer lasen, mit offenen Herzen lasen, und die doch immer weniger gelesen wurden. Er würde sie in ihrer Fülle erzählen, mitunter auch in ihrer Mehrdeutigkeit, denn auch das machte das Leben aus. Das Leben war reich an Facetten. Aber es gab Dinge, die waren absolut gut, und es gab Dinge, die tat man einfach nicht. Davon wollte er erzählen. Andrew wollte Geschichten erzählen, die stark machten und die die Menschen an das Gewissen erinnerten, die zum rechten Handeln anleiteten, die etwas Absolutes vermittelten, auch wenn in den Geschichten immer eine konkrete Situation vorlag. Man lernte aus ihnen etwas fürs Leben, etwas Gutes, und dem Guten, dem wollte Andrew dienen. Auch wenn er das Gefühl hatte, dass er diesem Guten nur sehr, sehr selten gerecht werden konnte. Andrew seufzte und dachte wieder daran, dass sein Haus eine Spielwiese für kindliche Gemüter sein sollte. Dann setzte er seine Harfe sacht auf den Boden, ging in die Küche und legte selbstgebackenen Kuchen für Molly und Andrew zurecht,
damit sie etwas essen konnten, bevor er zu erzählen begann. Sie sollten sich stärken, denn nach der für den Abend geplanten Lesung führte er die beiden Menschen, die ihm in diesem Landstrich am nächsten standen, in die Geheimnisse seines Lebens einweihen. Irgendwo im Nirgendwo zwischen den Dörfern von Philipps Heimat, am Rand des alten Wäldchens, das sich an dieser Stelle bereits merklich lichtete und in Buschwerk überging, befand sich ein riesiger liegender Stein. Philipp fand, er sehe aus wie ein Findling, den die letzte Eiszeit hier ausgespuckt hatte, so wie man Kirschkerne ausspuckte und damit manchmal, teils unbeabsichtigt, Bäume pflanzte. Bäume waren gut für die Pflanzer und für die Generationen danach. Im Grunde sogar für alle Lebewesen in der Umgebung. Und bei Licht besehen nicht nur dort, weil Bäume Sauerstoff lieferten, der sich ja überall verteilte. Der Stein war für Philipp ein Kirschkern, der erblühte. Sobald er in der Sonne auf dem Stein saß, wurde sein Kopf frei und er erkannte das Wesentliche. Definitiv etwas Gutes. Von diesem Stein aus konnte man, sofern man von Philipps Statur war und sich auf den Monolithen stellte, über dem Rand des nächsten Hügels die obere Hälfte des riesigen Gebäudes sehen, in dem Andrew die Bibliothek untergebracht hatte. Philipp liebte diesen Anblick. Der rostige Wetterhahn wurde ihm zu einem Mini-Drachen. Die dunklen Steine des Gemäuers regten seine Fantasie an und ließen ihn immer neue Abenteuer ersinnen, während er weiter auf die Bibliothek zuging. Und nicht zuletzt erinnerte ihn das Gebäude, obwohl es erst deutlich nach dem Mittelalter errichtet worden war, an sein umfangreiches Wissen über die Epoche zwischen Spätantike und Reformation. Tausende Male war Philipp den Weg entlang gegangen, auf dem ihm jetzt eine sanfte Brise den hochsommerlichen Staub entgegenwehte. Der Weg war ihm vertrauter als der morgendliche Anblick seines verschlafenen Gesichtes im Spiegel. Auf die Folie vertrocknender Gräser projizierte sein inneres Auge die verlockendsten Bilder, von denen er teils nicht mehr genau wusste, ob sie Erinnerungen an reale Erlebnisse waren oder der Widerhall seiner Vorstellungen bei der Lektüre oder dem Hören von Büchern. Er saß in einem Ruderboot und fuhr einen Fluss entlang, vorbei an einer verwundenen Anlegestelle. Eine hölzerne Treppe, wie aus der Zeit gefallen, führte zu einer quadratischen Plattform, auf der ein Mädchen saß. Ihr lockiges Haar wurde von einem verspielt gemusterten Hut vor der Sonne geschützt, und auf dem Hut saß eine Libelle, die der Welt mit einem geradezu überirdisch leuchtenden Blau begegnete. Um die Szenerie herum flog schützend ein Schwarm ebenso blauer, ebenso leuchtender Schmetterlinge. Und vor ihm, in leichtem Dunst vor einem makellos blauen Himmel, erblickte er eine Burg auf nacktem Granitrücken, stolz und stark. Ja, dachte Philipp. Sofern er nicht als Kind mit seinen Eltern an dieser Burg vorbeigefahren war, musste dies das Werk der Bücher sein. Und damit irgendwie auch Andrews Werk. Er lächelte. Es hieß, der Bibliothekar hätte einander Waffel. Alle im Ort wussten das. Auch er, der Sohn der Schulleiterin. Viele Jahre lang war Philipp mit diesem Gerücht konfrontiert worden und er war über die Jahre in sehr unterschiedlicher Weise damit umgegangen. Er war 8 gewesen, als er zum ersten Mal davon gehört hatte. Deshalb erinnerte er sich so genau an Tante Elviras Wortwahl. Heute hieß es vor allem, der Bibliothekar sei vollkommen übergeschnappt, aber Philipp konnte auch das in keiner Weise bestätigen. Es war ebenso unkonkret wie alles in allem unzutreffend, wenn man einmal von der Tatsache absah, dass jeder Mensch grundsätzlich irgendwo eine Macke hatte. Philipp störte das nicht im geringsten. Seine Macke hatte immerhin schon allein darin bestanden, das dachte er oft zwischen Sorge und Nachsicht, sehr gerne zu lesen. Philipps Eltern waren alles andere als begeistert gewesen, als Philipp zum ersten Mal die Bibliothek betreten hatte, aber die Schulleiterin und der Arzt des Ortes konnten ihren Sohn kaum vom Schmökern in Büchern abhalten und gleichzeitig glaubwürdig für Lesen und Bildung eintreten. Philipp war sehr dankbar für diese Art von Sachzwang, denn sie erlaubte ihm das Zusammensein mit Andrew, genau wie das mit den Büchern in der Bibliothek. Als später die Gerüchte aufkamen, der Bibliothekar sei während der unerklärten Fehlzeiten seiner Biografie in einer Psychiatrie gewesen, hatten die Menschen des Dorfes sehr unterschiedlich reagiert. Tante Elvira bestärkte diese Theorie in ihrer Ansicht, Andrew sei ein Psychopath, wohingegen Philipps Eltern ihn zwar für ein wenig seltsam hielten, sich aber freuten, dass Philipp in ihm einen väterlichen Freund gefunden hatte. Und Philipp selbst
Darin war er mit seinen Eltern einig, störte es überhaupt nicht, dass Andrew sich vermutlich einer Behandlung unterzogen hatte. Er fand es gut, dass seinem Freund geholfen worden war. Wie gesagt, es hieß, der Bücherfritze habe einen an der Waffel. Außerdem behaupteten Tante Elviras Freundinnen regelmäßig seiner Mutter gegenüber, Andrew sei gefährlich, und zwar insbesondere für Kinder und deshalb auch für Teenager und für Frauen sowieso, egal ob jung oder alt. Das machte Philipp aber nur neugieriger. Er konnte das nämlich in keiner Weise bestätigen. Ohnehin hatte Philipp die Erfahrung gemacht, dass die treibende Kraft hinter der Ablehnung anderer selten tatsächlich auf Fakten gründete, sondern praktisch immer Angst zu sein schien. Manchmal war die zwar sinnvoll, meistens tat sie aber anderen Unrecht, fand Philipp. Besonders Andrew, dem Bibliothekar. Irgendwann hieß es sogar, der Bibliothekar sei ein gemeingefährlicher Irrer, auch wenn niemand ihm etwas Konkretes nachweisen konnte. Er war das Lieblingsgesprächsthema gewisser Damen in der Nachbarschaft und aus Tante Elviras Kaffeekränzchen, denen jeder unheimlich war, dessen Lebensweg sie nicht von Anfang an hatten begleiten können, denn er hatte eine Lücke in seiner Biografie. Seine Eltern stammten zwar aus dem Ort, aber er selbst war eines Tages plötzlich verschwunden und erst sehr viel später wieder aufgetaucht. Da lag für die alten Damen der Verdacht nahe, dass ein Gefängnisaufenthalt im Spiel gewesen war. Und das bedeutete für sie, dass er ein unberechenbarer Krimineller sein musste. Sie fanden das derart empörend, dass sie es weitererzählten. Natürlich nur ihren Töchtern und Nichten, denn die mussten schließlich vor dem Bibliothekar beschützt werden. Und die konnten es dann ihrerseits ihren Töchtern weitergeben. Selbstverständlich wurde kein konkreter Vorwurf geäußert, aber das verlieh der Sache nur noch mehr Gewicht. Der Bibliothekar könnte zu allem fähig sein. Nur dass sich niemand traute, das zu sagen. Immerhin war Andrew vor seinem Verschwinden häufig mit Lucy zusammen gewesen, der zurückgebliebenen Tochter des Vikars. Einem hilflosen Mädchen aus einer leichtgläubigen Familie. Wer wusste schon, was da vorgefallen war? Der stille Junge sprach ja nie über etwas Relevantes. Stattdessen verbrachte er Stunden im Badezimmer. Wer wusste schon, was er dort tat? Außerdem weigerte er sich, seiner Mutter den Müll rauszutragen. Die arme Frau hatte das jedes Mal selbst machen müssen. Nein, der Bibliothekar musste ein ganz seltsamer Mensch sein. Geradezu gewissenlos. Da waren die Damen sicher. Philipp jedoch konnte das noch immer in keiner Weise bestätigen.